Willkommen beim Energy Podcast. Wir haben heute einen sehr, sehr interessanten Gast, ein ehemaliger Mediziner mit dem vielleicht gerade interessantesten Profil in Deutschland. Tatsächlich macht er alles auf Englisch und hat Großteil seiner Fanbase ist englischsprachig. Stell dich einfach mal einmal vor, gerne. Genau, ich bin Fabian, bin bei Social Media als Excite Medic zu finden und ich mache das jetzt seit ungefähr 7 Jahren in dem Bereich, bin ich tätig im Bereich alternative Medizin, Gesundheit. Ich habe selber Medizin studiert, habe das gemacht aus persönlichem Beweggrund, dass ich Menschen helfen möchte, wie die meisten Mediziner, aber wurde von der klassischen Medizin einfach enttäuscht. Ich habe nicht das gelernt, was ich lernen wollte, wo ich gesehen habe, da ist der meiste Mehrwert dahinter. Deswegen habe ich die Welt irgendwann verlassen und bin jetzt auf dem Pfad, wo ich aktuell bin und versuche, Leute dazu zu bewegen, wieder zurück zur Natur zu gehen, zurück zu Licht zu gehen, zurück zu gesundem Essen zu gehen, zurück zu Ernährung zu gehen und versuche, Leute so gesund zu halten, versuche, Leute aufzuwecken, dass sie nicht mehr mit den modernen Giften sich einfach umgeben. Das ist meine große Mission. Geil, ich danke dir. Lass uns direkt loslegen. Macadamias sind die mit den besten Fettsäuren auf jeden Fall. Ja. Und hat am wenigsten Omega-6, das ist so ein bisschen das Ding. Ich glaube, Omega-6 macht uns krank. Das ist ein Riesenthema, was die Leute immer noch nicht verstehen. Vor allem, weil halt auch auf jeder fucking Sonnenblumenölflasche steht halt drauf, gesund fürs Herz. So. Und wenn du dir halt dann überlegst, okay, warum steht das drauf? Weil die Firma zahlt an die American Heart Association und an die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie zahlt die im Jahr halt 2 Millionen Euro. Damit die dieses Siegel bekommen. Und wenn du dir anschaust, die Studie, die das belegt, dass das gesund ist, ist gesponsert auch von dieser Firma. Wow. So, das ist so in your face. Also selbst jeder Otto geht in den Supermarkt, denkt sich so, Sonnenblumenöl, ja, gesund fürs Herz, weil es da draufsteht. Ne? Aber du musst nur einen Schritt weiter denken und dann checkst du so, scheiße, das ist eine komplette Verarsche. Und auf der gleichen Ebene wird dann Kokosnussöl und Olivenöl so, nee, lieber nicht, so Kokosöl, ungesunde Fette, Butter, ganz schlimm, so lieber Margarine, Pflanzen, richtig schwierig. Nee, die haben in den 30ern, haben Bauern ihre Schweine, wollten die fett machen und haben denen Kokosöl gegeben. Weißt du, was passiert ist? Die sind alle lean geworden. Und dann haben die angefangen, denen Sonnenblumenöl zu geben. Und was ist passiert? Alle fett geworden, ne? Und das ist schon seit den 30ern bekannt so, ne? Ja, das ist echt ein, danke dir, das ist echt ein Problem. Aber die Frage ist, was haben die davon, uns so zu verarschen? Also was ist der Hintergrund, ne? Und manche Leute denken sich dann so, okay, ja, das sind die da oben, wer sind die da oben? Aber man muss das gar nicht auf diese verschwörungstheoretische Ziele da ziehen, ne? Es geht einfach nur um Geld. Das gesamte System ist halt einfach Kapitalismus. Es ist nichts Schlimmes, es ist nur Geld. Es ist nichts Böses. Da ist kein, ich glaube nicht, dass da ein Dämon über uns sitzt, der uns sagt, mach dein Herz kaputt. Das glaube ich nicht. Aber ich weiß, dass da ein Mensch sitzt, der sich denkt, okay, ich würde gern mehr Geld haben. So einfach funktioniert das System. Ich glaube, das verstehen viele Leute nicht. Sie haben halt noch diese rosarote Brille an, dass sie glauben, ach nee. Das kann ja gar nicht ungesund sein, sonst würden sie es ja nicht in die Regale stellen. Und du hast halt so einen Trend, wo überall heutzutage High Protein draufsteht. Du hast die Proteinriegel. Meine Frage ist, warum muss überall Raps und Sonnenblumenöl rein? Was ist da der Hintergrund? Als kleiner Fun Fact, ich habe eine Zeit lang auch in der Lebensmittelindustrie gearbeitet. Ich habe bei Mars gearbeitet, also bei diesem Giganten, genauso wie Nestle, sechstgrößte Lebensmittelfirma der Welt. Und ich weiß nicht, wie weit ich da reingehen darf, da verletze ich wahrscheinlich meinen Vertrag von damals, aber grundsätzlich ist das so, dass jeder Mitarbeiter Projekte hat, bei denen es um Geld sparen geht. Und Geld sparen bedeutet, du musst die Rezepturen so optimieren, dass die günstiger sind in der Herstellung. Und es gibt nun mal nichts Günstigeres auf der Welt als Rapsöl, Sonnenblumenöl. Der Herstellungsprozess, der ist so optimiert, dass das nichts kostet, Peanuts. Deswegen ist in jedem Lebensmittel, ob das jetzt Sonnenblumenöl ist, ob das jetzt Babynahrung ist, ja, in jedem Glas Babynahrung von Hip ist ein bisschen Sonnenblumenöl oder Rapsöl drin. Und das ist einfach um Kosten sparen und die nennen das dann haltbar machen, aber. Genau, richtig, richtig. Warum wird Rapsöl zum Beispiel, also die Diskussion habe ich oft, also die Leute sind ja durchgedreht, als ich meinte, Sonnenblumenöl ist hochtoxisch. Da sind die Leute, wie kannst du das sagen? Weißt du, was toxisch ist? Das bedeutet ja, ich würde sofort davon sterben. Tatsächlich habe ich mal eine Studie gesehen, wo in Amerika jetzt gesagt wurde, dass 25% von den Kalorien, die sie zu sich nehmen, aus Sonnenblumenöl
sind. Dann guckt man sich andere Sachen an, wie Fettleibigkeit. Wir haben jetzt 1 Milliarde fetten Menschen, vor allem in armen Ländern. Das ist ja, war ja erstmal, Fettleibigkeit war ja ein Problem der reichen Länder. Mittlerweile haben wir arme Länder, die noch fetter sind als je zuvor. Wie kommt es, dass Rapsöl als gesund angepriesen wird? Ist es dasselbe wie bei Sonnenblumenöl wahrscheinlich? Ne? Das ist dieselbe Geschichte wie bei allen Vegetable Oils. Die hießen ja, das ist, glaube ich, der genialste Marketing-Scam, den die damals gemacht haben, dass diese Dinger in Englisch Vegetable Oils heißen, also Gemüseöle. Weil der Begriff Vegetable halt direkt gesund assoziiert für die Leute. Aber es sind halt tatsächlich Seed Oils, also sind tatsächlich Samenöle. Ne? Die sind ja alle, ob das Rapssamen sind, Sonnenblumensamen sind, das ist immer aus Samen rausgepresst. Und der Herstellungsprozess, wenn man sich den mal anschaut, und da gibt es auch bei Galileo lustige Dokus drüber so, das ist ein 6-stufiger Prozess, bei dem die Dinger auf 100 Grad erhitzt werden, bei dem du massive Mengen hast. Ein so ein Teelöffel, da sind 200.000 Sonnenblumenkerne drin, in einem Teelöffel Sonnenblumenöl, die du dir innerhalb von einer Sekunde reinfetzt. Da muss man sich nochmal überlegen, was das. Wie viele? 200.000 Kerne sind in 1,5 Löffeln Sonnenblumenöl. So, das hat halt nichts mehr. Und dann fragen mich die Leute, sind jetzt alle Sonnenblumenkerne ungesund? Ich glaube nicht, dass Sonnenblumenkerne dich so schnell umbringen, wie wenn du 200.000 Sonnenblumenkerne auf einmal in dich reinknallst. Das ist halt so ein bisschen die Krux. Und diese Sonnenblumenkerne sind ultra hoch erhitzt und mit Ethanol extrahiert. Also die sind extrem verarbeitet in diesem Öl. Ne? Das muss am Ende sogar gebleicht werden. Das würde fürchterlich stinken, dieses Sonnenblumenöl. Deswegen wird das gebleicht, damit der Gestank noch rausgeht, damit das nicht ranzig riecht, damit du das verkaufen kannst im Supermarkt. Krass, also das Ding ist, ich finde es halt immer witzig, weil das, was Leute nicht verstehen, ist, die sagen, aber Milch ist doch nicht ungesund, aber Haferflocken sind doch nicht ungesund. Und ich sage ja, Haferflocken an sich sind nicht ungesund, aber man muss sich halt dreimal überlegen, warum kosten Haferflocken nur so und so viel Cent, ne? Und warum gibt es Haferflocken überall? Weil wenn es Haferflocken überall gibt, heißt es, es ist ein Industrieprodukt und das heißt, es wird auch auf deren Art verarbeitet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass auf Haferflocken keine Pestizide drauf sind. Ich kann mir nicht vorstellen, weil zum Beispiel die Hafer fällt ja auf den Boden, ne? Und schützt sich mit seinen Kernen davor, vom Vogel gefressen zu werden. Das heißt, dieser Kern hat ja auch Giftstoffe, wenn, oder? Auf jeden Fall, ja, bin ich. Da bin ich also auf der richtigen Fährte, weil das Ding ist, ich lese halt viel und ich schnappe halt hier und da was auf. Und viele Leute verurteilen mich halt, weil ich Tattoos habe und hier und da. Und das, was laberst du da für einen Scheiß? Ich gebe meinen Kindern jeden Morgen Haferflocken und denen geht's wunderbar, sagen die Leute zu mir. Und ich bin so, ja, super. Aber du wüsstest ja gar nicht, wie es dein Kind gehen würde, wenn du dem Kind einfach so ein paar Berries, ein paar Nüsse, um leicht im Tag zu starten. Und es ist einfach krass, wie überfressen wir gerade sind. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das Problem halt auch bei diesen Haferflocken. Und ich verstehe die Leute, die sagen, Haferflocken sind gesund. Und Haferflocken sind vielleicht gesünder als halt der Schrott vom Schrott, den man im Supermarkt kaufen kann. Aber für 90% der Leute machen Haferflocken einen massiven Anstieg vom Blutzucker. So einen richtigen Spike halt. Und wenn du das morgens schon machst zum Frühstück, dann wirst du 2 Stunden später halt wieder einen Down haben und wirst Heißhunger haben und wirst dann wieder was essen wollen. Und so gehst du dann durch den Tag. Und das ist die offensichtliche Seite. Die andere Seite, die du angesprochen hast mit den Pestiziden, das ist, finde ich, die schockierendere Seite. Die letzten 10 Jahre wurden wir hingehalten und hieß es Glyphosat, gar kein Problem, hat keine gesundheitlichen Auswirkungen. Jetzt kam vor 2 Monaten eine neue Studie raus, Glyphosat, ist vielleicht doch nicht ganz so gut, ist im Zusammenhang mit Autismus bei Kindern, ist im Zusammenhang mit verschiedenen Erkrankungen, fördert Krebs über längeren Zeitraum. Jetzt am Ende rudert man wieder zurück so ein bisschen. Aber sowas finde ich halt wirklich schäbig, weil es gab vor 10 Jahren schon Studien, die gezeigt haben, das ist vielleicht nicht ganz sicher. Dann hieß es offiziell, ja, naja, wenn es nicht vielleicht ganz sicher ist, dann ist es ja erstmal in Ordnung. Ja, aber ich will doch mit meiner Gesundheit nicht spielen. So. Ich will doch nicht riskieren, ob ich irgendwann vielleicht dann in 10 Jahren Krebs habe. So will ich nicht leben. Ich würde gerne noch 50 Jahre lang gesund weitermachen. Wie viele Menschen sind, meinst du, schon gestorben auf vielleicht? Auf, vielleicht ist es. Und das ist halt das Ding. Wir haben, ich glaube, den Leuten ist nicht bewusst, wir haben allein letztes Jahr 5,1 Millionen Menschen gehabt, die an Fettleibigkeit gestorben sind, also adipös. Ne? Also wir reden nicht von, weil das ist das Ding, sie berechnen ja, die Studien sind ja immer sehr witzig, sie berechnen ja keinen Herzinfarkt zum adipös sein. Sie berechnen ja nicht die Fetten, die Herzinfarkte bekommen, die Krebs haben. Das wird ja als Krebs, Dings berechnet. Wir reden hier nur von Fettleibigkeit. 5,1 Millionen Menschen, die nur an Symptomen von Fettleibigkeit gestorben sind. Also das muss man sich ja mal einziehen. Das ist wirklich ein Ding, ja, finde ich auch krass. Aber was willst du halt machen gegen Fettleibigkeit? Ne? Die meisten Leute sind halt so ein bisschen,
Die fühlen sich nicht empowered, die wissen gar nicht, was sie machen. Sie haben so eine grobe Idee, ja, ein bisschen weniger essen, aber das funktioniert für die Leute halt nicht. Was denkst du, was ist das Problem? Warum können die meisten Leute nicht langfristig abnehmen? Was fehlt denen? Weil die zu faul sind, einfach mal in Eigenverantwortung zu gehen und sich selber zu informieren. Weil das, guck mal, wir haben 2024 ist die Zeit des Wissens. Das Problem ist, es ist aber genauso die Zeit der Komfort und Ablenkung. Das heißt, dadurch, dass wir mehr Wissen haben, ich glaube, die Leute da oben haben gedacht, Alter, krass, wir haben echt ein bisschen Scheiße gebaut im Internet. Jetzt können die Leute viel Wahrheiten rausfinden. Ne? Und dann hast du halt, wenn du Sachen googelst, wie Krebs, dann wird zum Beispiel, ich habe letztens Krebs, und dann steht da als erstes, mach dir keine Sorgen auf den, erst ab 45 ist es besorgend, also musst du dir anfangen, Sorgen zu machen. Das heißt, der 20-Jährige sorgt dafür, dass er mit 45 Krebs bekommt, weil er das genau sozusagen unbewusst eingeflößt bekommt. Ne? Oder du hast die ganzen Fitness-Influencer, diese Idioten, die sagen, Aspartan in den Mengen, ach was für Idioten. Oder wenn ihr die Influencer seht, wie ihr da mit den Schildern rumläuft, macht euch nicht Sorgen, solange ihr im Kaloriendefizit seid. Wer weiß aber schon, was Kaloriendefizit ist? Kaloriendefizit ist der Mythos, der mich bei diesen Fitness-Influencern in Deutschland vor allem am wütendsten macht. Weil woher hat diese ganze Kalorienschiene angefangen? Die kommt aus dem Bodybuilding-Bereich. Ne? Und da funktioniert es auch. Wenn du 8 Wochen lang abnehmen willst, Kalorien das Beste. Wenn du 8 Wochen wieder zunehmen willst, Kalorien das Beste. Und das Einzige, was wichtig ist. Aber Kalorien hat nichts mit Gesundheit zu tun und Kalorien hat nichts mit dauerhaft langfristig abnehmen, weil kein Mensch wird die nächsten 70 Jahre lang jeden Tag seine Kalorien zählen und nur weil du halt 6 Wochen lang mit einer Diät mit McDonald's kannst du abnehmen, klar, aber das ist weder für dich gesund, noch wirst du das dein Leben lang durchziehen können und das ist die große Krux hier irgendwie. Die Bodybuilder verrecken alle mit 50, 60. So muss man dich, will ich nichts gegen die sagen so. Es ist halt deren Lifestyle, den die wählen, aber das ist die Statistik. Der durchschnittliche Bodybuilder stirbt mit 54. Das ist aber nicht das, was der Durchschnitt erstrebenswert finden sollte. Und das ist auch so, Firmen wie Weight Watchers, die gehen langsam pleite. Weil ich glaube, mehr Leute auch aufwachen und checken so, es funktioniert nicht, immer nur die Hälfte zu fressen. Das ist kein, du kannst nicht immer nur Scheiße fressen, aber davon die Hälfte, das ist nicht. Wann gab es denn eine Reunion-Show von Weight Watchers? Bitte? Wann gab es denn jemals eine Reunion-Show von Weight Watchers? Die sind tatsächlich gerade richtig groß wieder in den USA geworden, weil die jetzt die größte Firma sind mit Ozempic. Also die machen mit diesem Gewichtsabnehmen-Medikament, die sind da richtig groß involviert mit. Also auch wieder irgendein unnachhaltiger Ansatz, Gewicht schnell abzunehmen durch Medikamente halt. Das ist schnell. Und das ist das Ding. Du hast halt eine Kultur aufgebaut, die über 10, 15, 20 Jahre sich Fett angefressen haben, aber super schnell abnehmen wollen. Und dann schreiben mir Leute, Coach, ich möchte gerne jetzt, ich habe mein Leben lang Scheiße gemacht, ich will jetzt schnell 20 Kilo abnehmen. Und dann sage ich, warum aber schnell? Warum nimmst du dir nicht Zeit? Und warum machst du es nicht gesund? Du kannst 20 Kilo in einem Monat abnehmen. Das kann ich dir sofort zeigen. Ne? Aber weißt du, was gesund wäre? Wenn du jeden Monat 5 bis 6 Kilo abnimmst, auf eine gesunde Art und einfach lernst, richtig sauber zu essen. Wir hungern nicht. Wir hungern nicht. Ich glaube, die Leute wissen auch gar nicht, was Hunger mehr ist. So, ne? Du hast Parasiten im Magen, die verlangen nach Süßes, die verlangen nach Essen. Du hast Suchten wie Zucker, Weizen, also so viele Sachen, wovon wir abhängig sind. Und das vertauschen wir mit Hunger. Weil Hunger bedeutet, du fängst an, irgendwelche Sachen zu sehen und deine Lippen sind komplett verkrustet, weil du keine Flüssigkeit mehr im Körper hast und es sieht richtig schlecht und deine Nieren fangen an weh zu tun. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, was Verhungern überhaupt bedeutet, weil im Moment eins der größten Probleme, was wir auf der Welt haben, ist nicht nur Fettleibigkeit, sondern dass Kinder durch Hunger sterben weltweit. Ich glaube, das ist die höchste Todesursache für Kinder und das ist das, was mich halt wütend macht. Ne? Ist, dass wir halt hier Essen im Überfraß haben, weißt du, aber es nicht schaffen, mal den Kindern da unten ein bisschen was zu geben. Wir haben 4 Milliarden Rinder, die für Zucht nur da sind. Nur für deinen Burger. Nur für den Fettsack, der da draußen bei Burger King Burger essen will. Weißt du, haben wir 4 Milliarden. Was ist das für eine Energie? Woher kommen diese Seelen? Wir haben, glaube ich, 100 Milliarden Zuchttiere auf der Welt. Wenn man über 100 Milliarden. Wenn man die Hühner und alles. Also 97% unseres Fleisches ist aus der Zucht. Aus der Massenzucht. Und dieses ganze Industriefraß fing ja nach dem Zweiten Weltkrieg an, weil sie Angst hatten, dass die Menschen verhungern.
Also es fing ja eigentlich aus einer guten Intention an. Ne? Und natürlich, dann hat der Bauer geguckt, wie kann ich das Schwein fetter bekommen? Wir müssen mehr Familien füttern. Hunger war halt ein Riesenproblem auf der Welt. Aber wir haben halt uns selber ins Bein geschossen. Und die Fetten kommen da nicht mehr raus. Also das ist wirklich ein Zyklus. Du hast Fette im Moment, deshalb, um deine Frage zu beantworten, ich bin gerade da so rumgetapst. Du hast Fette, die Fette großziehen. Du hast fette Erzieher, die Kinder großziehen. Du hast fette Lehrer, die unsere Kinder großziehen. In der Schule fällt immer Sport aus. Sport ist Mord. Diese ganzen Programmierungen gehen in unseren Köpfen rein, verstehst du? Und dann wollen die Leute einen sagen, oh, das ist aber nicht gesund. Leute schreiben mir, das, was du tust, ist nicht gesund. Während der Typ auf der Couch sitzt und gerade seinen dritten Netflix-Film geguckt hat und Lieferando bestellt hat, sagt er mir, dass mein Lifestyle nicht gesund ist. Ich habe eine Kundin, die ist 70 Jahre alt, Heidi, die erwähne ich immer wieder. Ihre ganze Freundeskreis hat gesagt, Mensch, was machst du da? Und die sagt aber, meine Freundinnen sind kurz davor, Tschüss zu sagen. Also es macht mich traurig, sagt sie. Und sie und ihr Mann bereiten sich gerade auf einen Marathon vor mit 70. Und sie sagt, meine Tochter hat gerade Kinder bekommen. Ich will da sein. Die sehen nicht ein, warum ich jetzt mit 70 gehen muss oder mit 75, wie es jeder andere in Deutschland machen wird. Also keiner von denen, die diesen Lifestyle lebt, und das ist, glaube ich, was sie nicht verstehen, werden nach 60 gute Zeiten haben. Wahrscheinlich nicht mal nach 50, weil alle sagen mir immer, Opa und Oma haben auch gelebt bis 85. Opa und Oma haben 40 Jahre kein Industriefass gefressen. Es gab es ja noch gar nicht. Wie denn? Genau, weißt du? Und ich finde, bei Ernährung fängt es an, das ganze Thema. Und dann geht es aber noch weiter, weil Opa und Oma oder Uroma und Uropa, die bei mir auch, die sind alle um 90 bis 100 geworden. So. Aber die hatten halt auch nicht das System, was uns krank macht. Die hatten nicht die Nivea-Hautcreme, die sie sich draufschmieren mit 200 Inhaltsstoffen. Die hatten nicht irgendwelche Haferflocken-Porridge mit Zucker gemischt jeden Morgen, sondern die haben halt hart gearbeitet, die haben Weltkriege überlebt. So. Aber die haben auch immer wieder gehungert. Das war halt einfach Teil des Lebens damals. Aber so wird man alt. Das ist halt das Teil unserer Geschichte. Teil unserer aller Geschichte. Von der Menschheit ist Hungern und gute Zeiten, harte Zeiten, gute Zeiten. Das ist das Ding. Und deshalb simuliere ich diesen Stress sozusagen. Deshalb gehe ich morgens direkt mein Training machen, habe heute schon meine zweite Einheit gemacht, habe jetzt um 13 Uhr ein paar Nüssen, Kakao und Mousse, den wir aus Mandelmus und Erdnussmus zusammen gemacht haben, mein Fasten gebrochen und das waren zwei kleine Stücke und mehr brauche ich gar nicht. Jetzt geht's mir gut, weißt du, eine Handvoll Nüsse und ich simuliere sozusagen das, was uns zu Menschen gemacht hat. Ne? Ist nicht überfressen, weil der Einzige, der überfressen war, war meistens ein Mann mit seinen Leuten und das war der König. So, ne? Und der König saß den ganzen Tag da rum, hat Kriege geführt und war so ein fettes Schwein, das die ganze Zeit nur Fressen ins Gesicht reinbekommen hat. Aber selbst da waren es natürliche Produkte. Ne? Da, ich meine, genau, es war ein Zeichen von Reichtum, weißt du so. Und du hast halt, wenn man so überlegt, wie lange gibt es Getreide? Seit 10.000, 11.000 Jahren. Unser Darm ist für gewisse Sachen nicht gemacht. Guck in Asien, du hast erst seit dem Zweiten Weltkrieg haben die Milchprodukte bekommen. Deshalb haben über 90% der Asiaten eine Laktoseintoleranz. So, ne? Es ist halt, man kann doch drauf gucken und gucken, was tut uns gut und was nicht. Wieso sind denn 50% der Menschen Milchintoleranz? Also ich habe für mich selber entdeckt, seitdem ich trinke seit 5-6 Jahren keine Milch mehr, aber vor allem seitdem wir darauf achten mit diesem Sonnenblumenöl, diese ganzen Sachen, auch seit Jahren, Entzündungen in meinem Körper sind wie verschwunden. Also ich werd jetzt bald 40, weißt du? Und ich bin gerade auf einem Level, wo ich denke, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also ich fühle mich wie mit 22 gerade und habe das Gefühl, dass ich viel mehr jetzt, weil vorher habe ich immer gedacht, ach, ich will einfach nur ein fitter, alter Mensch sein. Jetzt denke ich, ich will der stärkste Mann der Welt werden gerade. Ich möchte der stärkste, schwerste Calisthenics-Athlet werden. Ich möchte im BJJ einen schwarzen Gürtel haben. Ich möchte so viel noch machen, wo ich einfach gedacht habe, geht nicht mehr. Mein Knie. Ich konnte nicht in die Hocke wegen meinem Knie. Es ist jetzt weg. Meniskus war angerissen. Ich habe einfach gewisse Produkte weggelassen. Und wie gesagt, ich habe jetzt seit
Wann fing die Villain Arc an? Vor über 250 Tagen habe ich keinen Industriezucker mehr zu mir genommen. Ich habe ja selber ein Jahr eine Massephase gemacht, also nach der Bodybuilder-Diät. Ich habe ja noch nie Whey-Shakes und sowas getrunken, habe das in der Phase gemacht, hatte dann auch mit einer Firma extra einen Vertrag eingegangen, um mal zu gucken, wie das da ist. Habe mir die ganzen Sachen gegeben, ganzen Flavor-Sachen, habe ich auch in mein E-Book reingeschrieben. 3 Monate später jeden Tag 4-5 Kilo Fleisch gegessen, und du kannst ja kein teures Fleisch holen, wenn du so viel Fleisch frisst, ne? Reis, Haferflocken, was ist denn passiert nach 3 Monaten? Ne? Ganzer Arsch hat gekitzelt, ne? Und dann hat man meinen Stuhlgang geguckt und das Ding war voller Würmer, voller Parasiten, also voll. Wir waren schockiert. Ich war einfach so, ey, das kann nicht sein, was habe ich mir angetan? Und das ist, weil ich einfach diese typische Bodybuilder-Diät gemacht habe. Und bei mir hat es nicht geklappt. Weil die Leute sind immer Stoff. Tatsächlich wirst du nur fetter. Das ist, was bei mir passiert ist. Weil die Bodybuilder nehmen Sachen, die ihr Stoffwechsel anregen. Zum Beispiel Wachstumshormone sorgen dafür, dass du einen göttlichen Stoffwechsel hast. Das heißt natürlich, wenn er einen ründeren Bauch bekommt mit Sixpack, weißt du, bleibt er trotzdem definiert, weil er einfach einen gewissen anderen Stoffwechselprozess hat, weil er von außen Sachen zuführt. Für mich habe ich gemerkt, wenn du ein normaler Mensch bist, natürlich lebst, so wie ich das mache oder du, oder wirst du einfach nur ungesund und fett. Und dann haben wir die Leberwerte checken lassen. War ich schockiert. Das hat mir richtig Angst gemacht. Das heißt, wir sind zurückgegangen. Wir haben angefangen direkt im Mai zu fasten wieder, weil ich faste seit 2006. Habe alles komplett umgeändert. Und rate mal, was jetzt ist. Ich schlafe wie ein Kind. Ich kack wie ein 5-Jähriger. Nämlich, ich gehe auf Toilette morgens und kack. Ich hab 4-mal am Tag gekackt. 5-mal am Tag geschissen. Ich habe nachts nicht richtig schlafen können. Wir sind erst um 1-2 schlafen gegangen. Morgens mit so einem Kopf aufgewacht. Rate mal, was passiert, wenn du einmal die ganze Scheiße weglässt. Und ich habe das wirklich als Selbstexperiment für mich gemacht, weil davor, 2020, hatte ich eine krasse Physik, ich war auf Ketogen, habe mich sauber. Nur es ist ein Prozess und ich habe halt alles probiert, vegan, vegetarisch. Und es ist einfach so krass zu sehen, wie sehr wir uns mit so einer Fitnessindustrie, wo wir denken, das ist gesund und baller dir auch dein Way. Und erzähl mal bitte ein bisschen über die Fitnessprodukte. Das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, ne? Ich hoffe einfach, dass die Leute aufwachen und verstehen, Fitness und Gesundheit sind zwei verschiedene Themen. So, dass praktisch der Körper gut aussehen kann er, aber das spiegelt nicht genau das wider, wie es von innen aussieht. Was es richtig gut widerspiegelt, ist, was du gerade gesagt hast. Das heißt, wie funktioniert mein Körper? Gehe ich jeden Morgen ganz normal aufs Klo? Kann ich kacken? Ist alles gut? Wache ich als Mann morgens mit einer Latte aus? So, das ist auch ein Zeichen, dass dein Testosteron normal ist und nicht abgefuckt ist. Also wenn du als 20-Jähriger jeden Morgen nicht mit einer Latte aufwachst, dann ist bei dir wahrscheinlich was falsch. Das ist leider so, aber es ist die Realität, ne? Genauso abends schlafen. So, wenn du abends 3 Stunden lang im Bett dich rumwickelst, so, dann war irgendwas an deinem Tag falsch. Dann hast du vielleicht dein Handy zu viel benutzt, dann hast du dich vielleicht falsch ernährt, hast du nicht genug Sport gemacht. Also das sind Probleme, dein Körper zeigt dir das schon, ne? Man muss das auch nicht akzeptieren. Ich würde niemals akzeptieren, wenn ich mit Brain Fog durch die Gegend laufen würde und immer so ein bisschen dizzy wie die meisten Leute. So, das ist nicht Sinn des Lebens. So sollte man nicht sein. Das muss man nicht akzeptieren. Es ist nicht normal, aber es wird das normalisiert. Das sehen die Leute als normal. Leute schreiben mir, ich bin topfit. Und ich gucke mir den Bildern 22%, 23%, 24% Körperfettanteil. Du siehst einfach an den Bildern ein Bierchen mit einer Currywurst. Du fühlst dich topfit. Du weißt nicht, was topfit ist, aber. Du weißt nicht, dass morgens aufstehen mit fast 40, wie ein 15-Jähriger, wie du gesagt hast, mit einer Latte. Morgens aufstehen mit einer Fröhlichkeit im Kopf, mit positiven Gedanken, weil das ist, was passiert, sobald du entgiftest, sobald du deine Leber einmal reinigst, weil guck mal, vieles passiert da, Leute verstehen nicht, wie die Leber zum Beispiel funktioniert, du erlebst was Schlimmes, wo geht das hin, wir haben immer hier unten, weißt du, so, und du hast halt im Darm, habe ich gelesen, Serotonin wird 95%, glaube ich, korrigiere mich, im Darm produziert, das heißt, du hast Gluten, du hast Weizen, du hast Parasiten, du hast die ganze Zeit die Scheiße, die du raufschüttelst. Wie soll dein Körper dir jetzt noch Glückshormone geben? Warum wache ich morgens glücklich auf? Weil ich um 18 Uhr meine letzte Mahlzeit nehme, ne? Gehe um 21, 22 Uhr schlafen, habe davor aber nicht die Handy die ganze Zeit in der Fresse und habe vor allem das Handy nicht im Raum und wache morgens um 4.44 Uhr auf. Ha, geil, let's go. Guck in den Spiegel und bin ready. Wie ein Kind. Weil das hatte ich mit 5, 6 und das hat mich gewundert. Wo geht diese Jugend hin? Warum sind wir nicht mehr wie Kinder? Ich beobachte meine Kinder. Ich weiß noch, wie genervt wir manchmal waren, weil die so früh wach waren am Samstag. Das haben wir nicht mehr. Mein Kind steht doch nicht mehr vor mir auf. Ich bin am Samstag um 3.33 Uhr wach. Das lasse ich nie wieder zu. Wenn mein Sohn reinkommt, dann sagt er, Papa, du bist verrückt, liegt in der Eiswanne. Oder ich trainiere. Und dann macht er mit mir mit. Weißt du, was ich meine? Aber früher hat mich das aufgeregt. So, oh, warum stehen die Kinder so früh auf? Oh.
Ja, das Gesündeste ist auch tatsächlich wieder hier zur Natur zurückzukehren. Ne? Wenn die Sonne aufgeht, einer der krassesten Hacks, den man machen kann, ist tatsächlich Sonne. Ne? Das ist das beste, stärkste Supplement. Guck dir den Sonnenaufgang an, guck dir den Sonnenuntergang an. Das reguliert so extrem viele Hormone in deinem Körper. Du hast auch Leute, die Sonnenbrille tragen. Ne? Du hast innerhalb deiner Retina hast du Rezeptoren, die Sonne aufnehmen. Ja? Und wenn du das machst, dann bekommst du auch weniger einen Sonnenbrand. So. Aber wenn du halt komplett gegen die Natur lebst, wenn du irgendwann spät aufstehst, direkt ans Handy gehst, so, wirst du dich scheiße fühlen, wirst du unglücklich werden. Das ist die Geil, bittere das, Wahrheit. ich finde es so geil, weil du sprichst Sachen an, die wir jetzt gerade umsetzen. So mit Sonnenbrille zum Beispiel haben wir auch durch Sandra, wurde uns introduced, weil ich war immer ein Typ mit Sonnenbrille rumgelaufen. Und wir sind Es so. sieht auch cool aus, ne? Bin ich ja dabei. Verstehe ich. Haben sie gut gemacht, so ist. Eine richtig coole Ray-Ban, weißt du, du bist schön dabei. Aber wie du siehst, wir sind gerade dabei, uns komplett zu entkapseln, also von allen Sachen. Die Hose ist 6 Jahre alt. Alle Pullis und T-Shirts, die wir tragen, haben wir selber machen wir selber. Weißt du so? Wir wissen wo. Selbst hier mein Thermo, selbst mein Unterhemd habe ich mir selbst. Ich will mich komplett entkapseln und von diesen. Weil manchmal denke ich auch, oh, eine schöne Ray-Ban jetzt zu tragen wäre. So, und wir sind dann draußen so, und ich habe auch eine Sonnenbrille sogar mitgehabt, aber ich habe die bis jetzt noch nicht einmal getragen, weil ich bin immer so auf, ich brauche das nicht, weil sobald wir die Sonne sehen, was wir auch zum Beispiel gelernt haben durch Sandra, ist einfach mal sich in die Sonne stellen und einfach mal ab so. Weißt du, wir waren heute Morgen was 1,5 Stunden in der Sonne trainieren. Auch wenn es ein bisschen kühl war, Oberkörper frei und einfach die Sonne auf die Haut lassen. Und abends, wir haben unsere letzte Mahlzeit gegessen, ziemlich spät gestern sogar, um 21 Uhr, glaube ich, weil wir für die Kochsendung noch gedreht haben, für die Cheesesteak. Und es war echt deftig, Buchweizenbrot. Und was haben wir gemacht? Keiner hatte Lust. Wir sind aber erstmal 4 Kilometer spazieren gegangen. Also insgesamt, glaube ich, waren das 6 Kilometer. Die, genau, also hin und zurück 6 bis 8 Kilometer. Und wir haben 1 Stunde trainiert. Weißt du, und haben eine halbe Stunde gegroundet, weißt du? Und keiner von uns hatte nach einem langen Drehtag eigentlich Bock. Aber wir wussten einfach, es ist Pflicht. Und am nächsten Morgen bin ich so aufgewacht. Weil mein Körper, ich habe meinem Körper dabei geholfen zu verdauen. Ne? Und das sind so Sachen, warum haben unsere Opas und Omas immer gesagt, Verdauungsspaziergang. Geh mal, weißt du so, wir sind über 90% der Zeit drinne. Ab 30 sprinten 95% der Erwachsenen nie wieder. Alter, wie ungesund ist. Wer kann noch in der Hocke? Wer sitzt auf dem Boden? Wenn du zu uns in Hamburg kommst, nee, vielleicht irgendwann, dann meldest du dich, dann kommst du zu uns Besuch. Dann wirst du sehen, wie wir leben. Wir haben keinen Couch. Wir haben keinen Fernseher. Es gibt bei uns, das hier gibt es bei uns nicht. Es gibt nur ein Bett im Schlafzimmer und das war's. Für die Kinder gibt es noch ein Bett im Schlafzimmer. Aber im Wohnzimmer, wir sitzen in der Hocke und essen. Weißt du, wir sitzen auf dem Boden, wenn wir da, wir haben dann eine riesige Matte, da sitzen wir dann und essen. Weißt du so, und das ist halt, weil ich habe mir letztens angeguckt, so ein Doku über, warum Menschen in Asien zum Beispiel so alt werden, natürlich die Nahrung und sowas, aber die haben halt gezeigt, dass die Alten derbe aktiv sind, dadurch, dass sie nicht wie bei uns in so einem Hocker sitzen den ganzen Tag, weißt du, und Fernseher schauen, sondern die sitzen tatsächlich auf dem Boden und die können auch ohne Hände wieder aufstehen, hoch, runter, dies, das, weißt du. Also es ist so interessant zu sehen, wie gewisse Bewegungsabläufe, die wir seit den Kindern können, wenn wir das beibehalten, dass wir auch nicht so schnell altern. Ja. Es gibt auch so Toiletten, ne, wo du dich praktisch wie so ein Squat hinsetzt, dann kannst du besser kacken, ist auch ganz witzig. Kann man mal ausprobieren für Leute, die Probleme haben da. Ja, genau. Oder man soll irgendwie die Beine hochlegen oder so, ne? Genau, in diese Squat-Position praktisch gehen. Ja, ist ziemlich. Also guck mal, für uns, glaube ich, oder für die Zuschauer ist interessant zu hören, du bist ehemaliger Mediziner. Was hat dich dazu getrieben, so kontrovers zu sein und so viele Sachen anzusprechen? Weil dein Kanal ist mir sofort in die Augen gestochen. Ich habe das immer, ich bin auch so ein, ich schicke immer, wie gesagt, ich gucke mir das immer 5 an, Speicher schicken. Weißt du, weil man will immer die Sachen, Alter, krass. Und manchmal sagst du einfach Sachen, wo ich denke, wie jetzt mit der Brille oder deine Top 20 Foods oder die Dirty 12, wo ich denke, ey, wir machen unbewusst, bewusst eigentlich schon alles richtig so gerade, weißt du so? Erzähl mal über deine Journey, dass die Leute einfach wissen, warum bist du so gegen, sag ich mal, die Pharma? Also wir sind nicht gegen jemanden, sondern wir sind für Gesundheit, ne? Aber Gesundheit definierst du jetzt anders als durch die Medizin, ne? Um das klarzustellen, ich würde immer noch zum Arzt gehen, wenn mir jemand den Arm bricht oder Genau, wenn ich 100 einen akuten Herzinfarkt oder Pro. Oder sowas habe. dein Zahn komplett am. Also ich bin jeder Arzt, ich glaube, der Arzt, der macht sich schon Mühe und der wird mir auch helfen und würde ich auch Und vertrauen. Also man wird ja auch Arzt aus Reinheit. Also ich glaube, auf jeder jeden Fall. Arzt ist hingegangen und will Menschen helfen. Und wir können auch, was ich auch klarstellen will, ist, ich bin dankbar für die moderne Medizin.
Weil die Medizin rettet sehr viel Leben. Tatsächlich sorgt aber trotzdem gewisse Prozesse in der Medizin für sehr, sehr viel Elend. Ne? Und da fangen halt die Probleme an, weil für die Dinge, an denen halt 95% der Menschen da draußen leiden, da hat halt die klassische Medizin, die westliche Medizin, die wir kennen, nicht die Antwort raus. Ne? Für Leute, die ständig Blähbauch haben, für Leute, die ständig Rückenschmerzen haben, für Leute, die ständig schlecht schlafen, für Leute, die Ekzeme haben, für sowas, da hat die normale Medizin keine Antwort und auch keine Zeit und auch der individuelle Arzt. In Deutschland, das, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber das ist auf jeden Fall so, gibt es zwei verrückte Statistiken. Das erste ist, jeder Arzt hat durchschnittlich nur 7 Minuten Zeit pro Patient, immer. Das heißt, wenn du jetzt zum Arzt gehst, der darf maximal 7 Minuten brauchen. Und wie schwierig ist es denn als Mensch, dich in 7 Minuten zu verstehen, dein Problem, dein gesamtes Leben anzuschauen? Das geht nicht. Kein Arzt schafft das. Und die zweite Problematik ist, der Arzt darf dich pro Quartal nur 2-mal sehen. Das heißt, du hast insgesamt nur 14 Minuten mit deinem Arzt pro 3 Monate. Und in der Zeit kann kein Arzt dein Leben verändern. In der Zeit kann kein Arzt verstehen, ob du Parasiten, eine Leber, schlechte Ernährung, zu wenig Sonne, was deine Probleme sind. Wird der Arzt nicht verstehen und weiß der Arzt auch gar nicht. Als ich Medizin studiert habe, habe ich 2 Stunden lang Ernährungslehre gehabt. Und das war es an Ernährung. Wenn man sich aber anschaut, was für einen riesigen Einfluss Ernährung auf unseren Körper und unsere Probleme hat, dann weiß man, der Arzt ist nicht der Ansprechpartner für die chronische, für diese Probleme. Da ist der Arzt nicht richtig. Der Arzt ist für akute Probleme, aber nicht für diese chronischen Probleme. Und deswegen habe auch ich irgendwann der klassischen Medizin halt den Rücken zugekehrt, weil ich genau dieselben Probleme hatte. Ich hatte schlimme Hautausschläge so und keiner konnte mir sagen, was ich machen soll. Die Therapie war Cortison draufschmieren. Was macht Cortison? Macht das Immunsystem runter. Funktioniert es kurzfristig? Ja, wahrscheinlich, weil dann mein Körper halt denkt, okay, ich muss nicht mehr kämpfen, aber gegen was kämpft denn mein Körper? Was ist denn eigentlich die Sache, Ursache, die da los ist? Mein Körper will dir was sagen, oder nicht? Mein Körper will mit mir sprechen, aber ich will es unterdrücken. Und umso mehr ich da reingestiegen bin und umso mehr ich mich mit den Alternativen beschäftigt habe, umso mehr wurde mir halt klar, okay, das ist nicht die Welt, in der ich leben will. Ich hatte früher eine schlimme Apfelallergie und ich kenne viele Leute, die allergisch sind gegen verschiedenste Lebensmittel, Früchte, Gräser, Pollen. Ich könnte direkt 10 Äpfel essen. Ich habe keinerlei Allergie mehr. Apfelallergie ist heilbar, so. Alle Allergien, ne? Ist wieder kontrovers so, aber alle Allergien sind heilbar. Und mittlerweile gibt es neueste Studien, die zeigen, nennt sich orale Autoimmuntherapie. Da machen Ärzte genau dasselbe, was ich vor 10 Jahren gemacht habe, um meine Apfelallergie zu heilen. So. Ich habe einfach jeden Tag kleine Stück Apfel gegessen, größeres Stück. Nach 3 Monaten konnte ich einen Apfel essen. So, so einfach, das klingt verrückt, aber das funktioniert, weil dein Körper halt dann lernt, Apfel ist nicht böse, Apfel geht, man kann sich an jedes Gift theoretisch könnte man sich gewöhnen und wenn der Körper halt denkt, Apfel ist nicht gut, kann man auch dagegen was machen. Also es gibt Lösungen für die meisten Probleme, aber wenn du Personen Emma auf der Straße fragst, okay, ich habe Apfelallergie, die würde niemals dran denken, dass man dagegen was machen kann, weil kein Arzt dir das erzählt. Auf jeden Fall, das war so ein bisschen der Hintergrund, warum ich dieses Medizinsystem halt verlassen habe. Ich habe immer noch den gleichen Gedanken, warum ich damals gestartet habe. Ne? Ich will immer noch den Menschen helfen. Ich will immer noch versuchen, dass die Menschen gesünder sind. Das ist meine große Mission im Leben. Deswegen habe ich damit angefangen. Aber deswegen habe ich auch verstanden, dass der klassische Doktorweg eben nicht der Weg ist, mit dem ich am meisten Menschen helfen kann. Deswegen mache ich, was ich heute mache und arbeite auch in dem Bereich, wo meiner Meinung nach am meisten Aufklärung fehlt. Ne? Und das ist das, die Welt uns halt vergiften will. Das klingt jetzt direkt erstmal so ein bisschen, shit, der ist paranoid oder der hat zu viel gekifft, aber... Nicht nur will, sondern sie tut es. Das ist die harte Realität. Ich meine, keiner zwingt dich dazu, dass du Glyphosat, Haferflocken jeden Tag frisst, ne? Also da ist jetzt kein böser, weißer Mann, der dir das in den Mund steckt, so. Aber in der Werbung siehst du es halt und auf Instagram siehst du es von halt. Menschen mit Sixpacks, ne? Du siehst Menschen mit Sixpacks, die super gesund aussehen, du siehst Frauen, die super gesund aussehen und dann packen sie ihre Porridges und dann packen sie ihre Whey's und dann hast du ihre Codes da und kauft unbedingt und wenn ihr so fit werden will und du hast seit einem Jahr fette Menschen, du hast in Deutschland über 50% fette Menschen und die sehen ein Sixpack und denken, das ist Gesundheit und verstehen gar nicht, nein, das ist nicht Gesundheit und das ist nicht das, was ich predige und die Leute sind halt sehr primitiv, ne? Ich sag nicht dumm, aber sondern wirklich sehr primitiv, was gewisse Sachen angeht und ignorant vor allem. Wir Menschen sind sehr ignorant geworden. Bin ich komplett bei dir und du hattest vorhin dieses Thema Fitnessindustrie so und da habe ich in Deutschland echt auch, da bin ich wirklich wütend, dass es diese Art von Menschen und Firmen gibt, die dir halt diese Zuckerersatzdinger verkaufen. Ne? Das ist das Schlimmste, was es gibt. Die verkaufen dir Lebensmittel, die nachweislich deinen Darm zerstören. Da ist Sucralose drin und da ist Aspartam drin und es gibt genug Studien, die zeigen, dass das für den Darm einfach schädlich ist und dass das langfristig das Mikrobiom in deinem Darm kaputt macht. Du hast vorhin gesagt,
der Darm produziert 90% unseres Serotonins. Der Darm ist unser zweites Gehirn. Und wenn du dich um deinen Darm halt nicht kümmerst, dann wirst du auch langfristig nicht abnehmen und wirst langfristig nicht glücklich werden. Aber die Produkte, die dir teuer verkaufen, machen genau das. Du verzichtest heute auf Zucker, aber hast morgen dann einen kaputten Darm. So, was ist denn das für eine Fitnessindustrie? Vor allem die ganzen Zero. Ich sehe fette, ungesunde Menschen an der Kasse mit 12 Liter Zero-Getränke. Was? Ja, es ist crazy. Haribo-Packung, 4 Stück, Chips, ein ganz bisschen Ja-Gemüse, was komplett vollgesprüht ist. Dann die Schweinehaxen und dann hast du Full-Zero-Getränke. Und dann frage ich mich... Gesundheit. So, und dann sagen die mich, ich ernähre mich ja eigentlich gesund, aber irgendwie nehme ich nicht ab. So, und das ist einfach, wie gesagt, wir haben so eine, solange wir diese Fitness-Influencer haben, meiner Meinung nach sind wirklich nicht, sind wirklich die Fitness-Influencer das Problem. Und da werde ich auch richtig aggressiv jetzt gegen vorgehen, weil du hast halt, die sind abhängig von den Firmen, ne? Ihr, das Einzige, was sie können, ist ins Studio gehen, ne? Irgendwelche Studien nachlabern, ne, und euch erklären, warum Aspartam in den kleinen Mengen nicht ungesund ist. Ne. Alleine nur, dass mir jemand erklären möchte, dass etwas, was nicht gut für den Körper ist, in kleinen Mengen aber nicht gut ist. Und wie du gesagt hast, der Körper gewöhnt sich an alles, selbst an Gift. Das heißt, wenn ich anfange, kleine Mengen von Gift zu mir zu nehmen, so, guck mal, ich kann nur so sagen, wenn ich heute Alkohol trinken würde, wenn ich heute ein richtig zuckerhaltiges Essen essen würde, weil das, was die Leute nicht verstehen, ist, die gehen da zu Starbucks und trinken da so ein Frappuccino, Special Frappuccino, da sind 200 Gramm Zucker drin. Richtige Bombe, ja. 200 Gramm. Ich habe letztens eine Studie gesehen, über 40 Kilo essen die Deutschen Zucker im Jahr. Industriezucker, der durchschnittliche Deutsche, das sind 110 Gramm am Tag. Industriezucker. Und ich wette mit dir, 20% sind bewusst und über 80%, 90% sind unbewusst, wo die Leute gar nicht wissen, dass sie es zu sich nehmen. Ne? Jetzt hast du was gesagt zu Zucker so und jetzt kommen dann wieder diese Fitness-Influencer sagen, ja, dann ist doch Zucker das Problem, dann brauchen wir doch Zuckerersatzstoffe. So, das, aber genau diese Logik ist es halt nicht, weil deine Message ist es ja auch, Zucker reduzieren ist der Weg und Zucker weglassen, weil es eine Sucht. Wenn du mal 7 Tage lang keinen Zucker gehabt hast, fühlst du dich nicht mehr scheiße, weil du auf Zucker verzichtest. Es ist eine Abhängigkeit. Ne? Jeden Tag kokse, ist auch schwierig runterzukommen. So. Aber wenn ich es mal eine Woche lang nicht mehr gemacht habe, ist es leichter. Bei Zucker ist derselbe Effekt. Aber genauso sind halt diese Zuckerersatzstoffe halt auch Kacke. Die machen halt Krebs und deinen Darm kaputt. Und letztens, dieses Video habe ich auch gesehen, ne, mit der Aussage, Aspartam ist nicht akut tödlich, weil die Menge halt nicht so hoch ist. Ja, sogar in Europa, die europäische, wenn man auch sowas hören möchte, die europäische Gesundheitsorganisation rät ab davon, Aspartam zu konsumieren. Also es ist mittlerweile in Europa zumindest schon so weit, dass sogar solche Organisationen sagen, lieber die Finger davon, das macht sehr wahrscheinlich Krebs. So. Aber trotzdem gibt es Influencer, die sagen, ja, es bringt dich nicht direkt um, ist besser als Zucker, also kauf meinen Scheiß. Nein, genau, du hast ja diese Fitnessriegel dann noch, wie gesagt, die voll mit Süßstoffen sind, ne? Und ja, aber das Eiweiß ist so gut und da frage ich mich, gib mir mal bitte einen Unterschied zu, was passiert mit meinem Körper, wenn ich 20 Gramm so einen Proteinriegel mit schönem Karamell und alles und Zero-Zuckerzusatz und 2 Eier esse. Was ist da der Unterschied? Was ist der Prozess jetzt rein medizinisch? Ja, wenn man es ganz einfach machen möchte, so in diesem Riegel sind halt 20 bis 40 Zutaten drin, ne? Und jede einzelne Zutat hat meistens negative Auswirkungen. Da sind Farbstoffe drin, die machen zum Beispiel dein Hirn, die fördern sowas wie Unkonzentriertheit, Brain Fog. Da sind Emulgatoren drin. Was sind Emulgatoren? Die sind in jedem dieser Fertigprodukte drin. Emulgatoren sind in diesem Produkt drin, damit Wasser und Fett zusammen vermischt werden können. Das machen Emulgatoren im Lebensmittel. Dadurch ist der Riegel so schön homogen. Aber dasselbe machen die auch im Darm. Du hast im Darm wässrige und lipophile Phasen, fettige Phasen. Und wenn du dann Emulgator reinknallst, dann ist der auch in der Lage, diese Darmschleimhaut aufzulösen. Und plötzlich können die Bakterien nach oben wandern und lagern sich oben in deinem Bauch ab. Plötzlich hast du eine Fehlbesiedlung im Dünndarm, so, die da nicht hingehört. Nennt sich SIBO, ist extrem häufig mittlerweile. Und so kann man durch jeden einzelnen dieser Inhaltsstoffe gehen, die in diesem Riegel drin sind, die dich halt langfristig einfach kaputt machen und dir die Symptome geben, die du hast. Versus du isst 2 Eier. Da ist die perfekte Menge an Proteinen drin, Leucin drin, alles drin, was du brauchst. Mengen an Folat, Mengen an Vitaminen, Mineralstoffen, die kriegst du gar nicht in deinem Multivitamin aus DM. So. Das ist in den 2 Eiern drin. Und das ist halt der große Unterschied. Unter deinen 2 Eiern ist Cholesterin drin. Ne? Und es gibt für
90% der Menschen, die das hören, gibt es nichts Wichtigeres, als mehr Cholesterin zu sich zu nehmen. Das ist ein anderer Mythos. So, Cholesterin bringt uns um, macht uns Atherosklerose. Cholesterin ist der Grundbaustein für Testosteron, für Östrogen, für Progesteron, für unsere gesamten Geschlechtshormone. Du kannst dir die Moleküle anschauen, selbst wenn du keine Ahnung von Chemie hast, die sehen eins zu eins gleich aus, da ist eine andere Gruppe nur dran. Dein Körper macht halt aus dem Cholesterin das Zeug, ne? Und wenn du es nicht isst, kriegst du halt weniger Testosteron. Das ist einfach ein Fakt, ein bestätigter. So, und das, in so einem Proteinriegel ist das Gegenteil davon drin. Und dann habe ich, letztens haben wir über Fleischersatzprodukte geredet, ich und Andi, riesen Hate bekommen von der Community. Also die Leute sind durchgedreht. Ja, da sind Leute, echt bekannte Veganer, durchgedreht, emotionale Sprachnotizen gemacht und wollten mir dann irgendwelche Studien vorlegen, dass Fleisch, vor allem rotes Fleisch, Nummer 1 Verursacher für, was hat er gesagt, Diabetes, Herzerkrankung, Krebs, hat eine Liste aufgezählt. Und dann frage ich mich in dem Moment, okay, gut, du hast Beyond Meat, die selber gerade pleite gehen, also die haben letztes Jahr, glaube ich, 9% sind die runtergegangen oder 10%, weil einfach langsam gesehen wird, oh, das ist nicht gesund, was da alles drin ist. Was hatten wir da alles? Maltodextrin, also du hast das im Fleischersatzprodukt und dann wollen mir Leute sagen, wenn du dir ein super, super sauberes Stück Fleisch, ne, weil zum Beispiel im Osten haben wir jemanden, der Bison, der, weißt du, wo die Leute auf der Weide, wo die Tiere auf der Weide, wo die Tiere noch einen Namen haben. Genau, einen Namen haben, ja. Weißt du, und ein gutes Leben. Die wollen mir sagen, dass das Nummer eins Verursacher für Krebs, also warum haben wir denn nicht eine Million Jahre lang diese Krankheit? Also. Ja, das ist sowieso die Frage, ne? Wenn du dir 50 Jahre zurückspulst, 100 Jahre zurückbekommst, du kannst ja die Statistik anschauen, ne? Chronische Krankheiten 1930 10%, 2020 70%. So, also da ist ja irgendwie diese 60% sind dazugekommen. Jetzt kannst du dir überlegen, was ist alles passiert, ne? Kannst dir Smog in den Chatten anschauen, kannst du auf alles überlegen, aber Ernährung ist halt auch ein großer Teil, weil jeder von uns muss halt oder wird jeden Tag irgendwie was essen. Und das hat halt einfach langfristige Auswirkungen auf uns. Bin ich komplett dabei. Diese Fleischalternativen, ich bin froh, dass der Markt, ich habe sogar dagegen gewettet, ich habe gewettet, dass die kaputt gehen, deswegen habe ich mich auch gefreut, dass die kaputt gehen, weil ich bin da wirklich ein kompletter Feind dagegen. Vor 2 Monaten kam eine neue Studie, die gezeigt hat, ja, rotes Fleisch macht doch keinen Krebs. So. Ja, ist jetzt wieder eine neue Studie, gibt es jetzt, kann man auch verlinken so, ist jetzt wieder eine neue Studie, neues Erkenntnis, wer hätte es gedacht, rotes Fleisch und sogar verarbeitetes Fleisch, was ich nicht unbedingt essen würde ich niemandem raten, so, aber und sogar verarbeitetes Fleisch macht beides keinen Krebs. Große neue Studie, Hunderttausende teilgenommen und so weiter. Also jetzt kann man genau das Gegenteil, du kannst mit Studien immer belegen, was du belegen möchtest. So, wenn du, such dir irgendein Thema aus, bild dir eine Meinung oder findest die Studie, die es belegt. So, aber darauf würde ich gar nicht mehr vertrauen, weil die meisten Studien sind ja auch aus einem Grund gemacht worden. Eine Studie kostet Geld. Irgendwer muss das finanzieren. Wenn eine Studie nicht das Ergebnis bringt, was die Firma möchte, dann wird die halt nicht veröffentlicht. Das ist nicht, die Leute denken so, oh, der redet über Studien, der hat die objektive Wahrheit, der weiß ganz genau, was los ist. Aber das ist ein Teil der Wahrheit, der so geframed ist, wie er geframed werden soll. Und mehr sagen die Studien nicht aus. Eine Studie ist für mich wie ein Fitness-Influencer. Der zeigt nur das, was gut ist. Der zeigt nicht, dass er keine 10 Klimmzüge geschafft hat. Der zeigt, was willst du sagen? Der sagt zwar, will ein Video machen und sagt, komm, heute mache ich 1000 Klimmzüge, schaff 300, das Video wird nicht veröffentlicht. Verstehst du so? Das ist halt für mich, so sind diese Studien. Und dann greifen die Leute auf Studien zurück. Hier, ich habe hier vegane Studien. Dann guck mal bitte, von wem das ist. Dann hast du dann von Beyond Meat, den Wissenschaftler, der diese Studie gemacht hat. Deshalb sage ich immer den Leuten, greif doch erstmal auf Metastudien zusammen, also wo du wirklich, ich bin so ein Mensch, ich gucke mir dann mehrere Sachen an, mehrere Quellen, vor allem bei Google, rate ich auch den Leuten ab, nehmt nicht das Erstbeste. Leute, schreiben bei meinen Kommentaren, ich habe gerade 5 Minuten gegoogelt und kann belegen, dass du nur Scheiße laberst. Und ich denke mir in meinem Kopf, Alter, du hast nur 5 Minuten investiert bei so eine wertvolle Information, dass ich sage, Haferflocken sind nicht gesund. Weil ich habe ein bisschen länger gebraucht, um nachzuforschen, ob ich gucke, weil irgendwann bezweifelt man, laber ich echt scheiße. Und dann gehst du rein und guckst und guckst und guckst und dann findest du auf einmal und dann siehst du auf einmal, ah krass, Herstellung, ah, der Haferkorn ist eigentlich gar nicht dafür geschaffen, so in der Art, verstehst du, also super, super. Und dann guckst du dir Sachen an wie Buchweizen. Russland hat das niedrigste Bluthochdruck und sonstige Sachen und es ist zurückführend auf was? Den Hauptgetreide ist Buchweizen. Die essen kein Weizen, die essen kein Gluten, die essen Buchweizen. Buchweizen ist das einzige Getreide auf der Welt, was chemisch
nicht verändert werden kann. Buchweizen, das Beste. Buchweizen gebe ich sogar meinem einjährigen Sohn. Buchweizen ist, kann ich auch verwatchen. Ist echt ein gutes Korn. Ist, kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall. Und wenn wir mal, wie gesagt, wenn wir mal Getreide essen, dann ist es Buchweizen. Und das tun wir auch nicht jeden Tag. Ne? Das tun wir auch nicht jeden Tag. Das ist das Ding. Muss man ja auch nicht. Und du kannst für 2,80 Euro kannst du die Buchweizenflocken holen. Das heißt, du musst keine Haferflocken essen. Ne? Und wie gesagt, Buchweizen ist das einzige Getreide, was sofort kaputt geht, wenn du Pestizide drauf sprühst. Also es kann nicht leben. Ne? Und ich finde es einfach schade, dass ich fast über 35 Jahre gebraucht habe, um diese ganzen Sachen zu lernen. So, und dass ich das zurückzuführen nochmal auf deine Frage, warum fette Menschen nicht abnehmen können, ist genau darum. Ich war ein Hochleistungssportler, ich war Profisportler, ich habe deutsche Meisterschaft, ich habe Europameisterschaft gewonnen, ich war in Amerika Basketball, ich war Nationalkader, alles Mögliche. Ne? Und trotzdem habe ich zur Halbzeit habe ich 20 Tropfen Tilidin genommen, weil mein Handgelenk gebrochen war und 3 Ibos, weil der Rücken geschmerzt hat. Und trotzdem haben wir alle nach dem Spiel mit dem Bus nicht als Profimannschaft Steak gegessen, sondern bei Burger King alle dick Burger gefressen, weißt du, was ich meine, und sind weitergefahren. Und dann hat man sich am nächsten Tag so scheiße gefühlt und gewundert, oh, mein ganzer Körper tut am Sonntag weh, oh, das Spiel war hart. Wo ich dann irgendwann 2016 angefangen habe zu fasten und habe dann alle meine Spiele immer auf leeren Magen gespielt und konnte Sonntag dann Kniebeugen, alles. Also mein schwerstes Training konnte ich am nächsten Tag machen. Habe ich dann auch gemacht, weil mein Körper, ich war am nächsten Tag wieder frisch. Und da habe ich gesehen, oh, krass. Und da war ich ja Mitte 20. Das heißt, ich habe mich wie ein Opa nach dem Spiel gefühlt, weißt du so. Und es ist halt interessant zu sehen, wie, weil 2016 fing tatsächlich meine Journey an mit Ernährung, weißt du so. Und da habe ich einen Podcast von Joe Rogan gesehen mit George St. Pierre. Weil Leute schreiben mir, wegen 1-2 Mahlzeiten drehen die Leute ja auch durch. Die sagen, Alter, welche Athleten? Die Spitzenathleten der Welt essen 5-6 Mahlzeiten. Frage ich, welche Spitzenathleten? Ronnie Coleman, Jay Cutler. Alter, Ronnie Coleman kann nicht mal mehr stehen. Nicht gegen Ronnie Coleman, aber der hat echt gesundheitlich abgebaut. Ja. Der hat wirklich gesundheitlich abgebaut. Das verstehen die Leute nicht. Es leben, guck mal, Arnold Schwarzenegger lebt, weil er das Geld hatte für 3 Herzen. Drei, fünf? Der hat schon sehr viele Operationen gehabt. Das ist crazy. Ja. Die sagen immer, mit 70 will ich auch so aussehen wie Arnold. Das sind die Vorbilder und das nutzen sie die ganze Zeit. Sylvester Stallone. Sylvester Stallone ist auf Wachstumshormone, seitdem er, weißt du, was ich meine, seitdem er 25 Jahre alt ist. Und das sagt er auch offen. Verstehst du? Und ich sag auch gar nichts gegen Testosteron, Wachstumshormone. Weil wir haben zum Beispiel in Amerika gibt es einen Arzt, der behandelt gerade ältere Menschen und denen gibt er alle Wachstumshormone und Testosteron und die Ergebnisse sind unglaublich. Ne? Denn Lebenserwartungen gehen natürlich hoch, aber wozu brauchst du mit 21 Testosteron? Du hast mittlerweile 16, 17-Jährige, die offiziell ihr Kanal Testotren nennen. Meine Journey mit Testotren, nein, wirklich. Und Trenbolon alleine, ne? Das ist ein, Testosteron ist wenigstens ein eigen, also ein körpereigenes Hormon oder Wachstumshormone. Aber die Leute ballern sich irgendwelche Sachen wie Trenbolon, ich weiß, es gibt tausend Sachen, ne? Einfach um Ephedrin, um mehr Ausdauer zu bekommen und Fettverbrennung anzukurbeln. Das ist einfach so, ey Leute, und so wollt ihr sein? Wie diese Menschen? Hat mit Gesundheit nichts zu tun. Das sind halt Junkies. Nicht glücklich. Das sind Junkies. Kann man so bezeichnen. Wenn du dir 4 Spritzen jeden Tag geben musst, ne? Weil du musst dir ich hab's selber gesehen, ich kenne Profis. Das ist alle 2 Tage, hier eine Nadel, da eine Nadel, hier eine Nadel, 80 Tabletten, die du nehmen musst. Also in welcher Welt möchtest du so sein? Das ist meine Frage. So, ich würde niemals so, warum? Ein Bodybuilder kann sich nicht den Arsch abwischen, der kann sich, weißt du, Rückenprobleme, Schmerzen, darüber redet keiner. Weißt du, und dann hast du einen Fußballer, alle wollen so fit sein wie ein Fußballer, da hat sich ein Fußballer auch nicht fit. Der kann nicht mal 40 Liegestütze. So, ne? Ja, ist so, rennen kann der. Der kann Fußball spielen. Und das, was wir nicht über Hochleistungssport verstehen. Hochleistungssportler sind nicht Gesundheitsexperten. Hochleistungssportler leben auch durchschnittlich weniger lange als normale Menschen. Also der normale Otto draußen lebt deutlich länger als der Profileistungssportler. Der lebt halt, durchschnittlich Lebenserwartung ist irgendwo bei 72 und normaler Mensch ist irgendwie bei 80 plus. Unser Herz ist auch viel zu groß. Ne? Also das ist so oft. Und deshalb bin ich auch umgestiegen und habe dann auch gemerkt, ey, ich muss nicht wie ein Hochleistungssportler leben, sondern ich muss wie unsere Vorfahren leben, die 5 Tage lang laufen konnten, weil sie etwas gejagt haben. Ich muss mein alles ändern, so, ne? Und ich merke einfach, wie gesagt, bei meinen Kindern,
Riesenunterschied gerade. Zu Haferflockenmungs und einen halben Keto trinken. Und wir haben hier so, wir haben ein Produkt von Prove It, das würde ich dir auch gerne ein, zwei mitgeben, dass du es einfach mal für dich probierst. Ist 100% natürlich und die Ketone, die du zu dir nimmst, sind bioidentisch zu denen, die von der Leber sozusagen produziert werden. Deshalb weiß dein Körper gar nicht, dass du in der Ketose bist. Und mit diesen Keto-Drinks hast du weltweit Probleme, die ganzen Firmen, es geht auf die Nieren irgendwann. Ne? Es ist halt super ungesund und das ist halt 100% natürliches Produkt, das erste auf dem Markt. Und das habe ich bei meinem Vater jetzt ausprobiert und bei meinen Kindern. Und wie gesagt, mein Sohn war am Punkt, wo die gesagt haben, Sonderschule und jetzt schreibt er Einsen. So, weißt du, wo die gesagt haben, ADHS und jetzt haben gesagt, ey, wir brauchen unbedingt die Medizin, weil funktioniert in der Schule nicht. Dann habe ich gesagt, ey, weißt du was, lass mal mit den Ketos ausprobieren, eine halbe. Lass denen mal D3, K2 geben, ne, Winter. Und ja, die Jungs sind gut drauf, die besser, tausendmal besser. Und das ist einfach so, Leute, achtet drauf, dass ihr ein bisschen euch informiert. Es gibt Bücher, heilende Nahrungsmittel, wo du wirklich Index hast, so was heilt was. Weißt du, du sagst es auch immer wieder, Oregano, solche Sachen. Also es sind so krass heilende Nahrungsmittel, die es auf der Erde gibt, von denen wir gar nicht mehr wissen. Ne? Kann man auch auf dem Balkon anbauen. Warum wissen wir von denen nicht? Wenn du da überlegst, so Aspirin zum Beispiel. Ne? Aspirin ist ja Salicylsäure. Und es gibt eine Pflanze, Willow Bark, die hat letzten Endes genau dasselbe. Aber die Pharmaindustrie kann es halt nicht patentieren, weil die können nicht rausgehen und sagen, okay, die Pflanze ist Pfizer-Pflanze, so, sondern die Pflanze ist Pflanze. Aber Pfizer kann hergehen, kann das Molekül... Gottes Pflanze. Es ist die Pflanze der Erde, so. Das ist Gott hat ein Patent darauf gelegt, ja. Das ist das Problem für die, ne? Und dann können damit kein Geld verdienen. Das heißt, die nehmen das Ding, basteln das ein bisschen um, machen da eine Tablette raus, verkaufen wir das, sagen dann, ja, das ist die gesunde Variante, nimm die. Die Pflanze ist böse, die Pflanze hat Nebenwirkungen, nimm die lieber nicht. Nimm lieber die Tablette, kauf dir die, lass dir die verschreiben. Und genau derselbe Prozess, ich könnte dir 100 Medikamente nehmen, die alle praktisch bioidentische Naturheilpflanzen haben, die dann aber halt so verkauft werden, weil es sicherer ist, weil es keine Nebenwirkungen hat, ne? Aber du kannst halt einfach, ehrlicherweise können die daraus kein Geld pressen. Deswegen werden die das nie verkaufen. Aber deswegen wirst du auch nie davon lernen, was es alles eigentlich gibt an Möglichkeiten, den Körper zu heilen. Ne? Weil da ist kein Profit dahinter. Wer profitiert davon, wenn du weißt, du könntest dir eigentlich diese Pflanze nehmen? Niemand. Das hat für die Weltwirtschaft nur Nachteile, wenn das so funktioniert. Deswegen wird man davon nichts verstehen. Deshalb sage ich den Leuten, Wissen ist Macht und vor allem dann umsetzen. Ne? Wir haben, wie gesagt, ein Buch, das heißt Heilende Nahrungsmittel von James Duke. Und da beschreibt er genau das. Und da nimmt er Studien, die beweisen, dass zum Beispiel Oregano gegen diese Medizin viel, viel besser abgeschnitten hat. Wir haben, ich glaube, Oregano, war das Asthma? Gegen das Asthma-Dings? Da haben die eine Studie, Alter, habe ich Schock gehabt. Haben die wirklich Studie gezeigt, Asthma-Spray sorgt eigentlich dafür, dass es dir schlechter geht. Und Oregano hat bei den Leuten gesorgt, dass deren Asthma weg war. Wir haben selber einen Kunden bei uns gehabt, ne? Mit dem habe ich einen Podcast gehabt, der hat Moroskrom, unheilbar, hat der Arzt gesagt, hat er wegbekommen immer von 2 Wochen mit uns, ne? In der Beratung und Asthma hat er innerhalb von 4 Wochen. Das hat er seitdem er 8 ist. Da war ich super stolz drauf. Haben wir Zwerchfeldübungen mit ihm gemacht, Atemübungen, einfach das Zwerchfeld wieder geöffnet. Ratet, was passiert ist, Asthma weg, hat er seitdem er 8 ist. Leg mal die Medikamente weg, boom. So simpel ist das. Ne? Bisschen atmen, wie du gesagt hast, mal kurz mal die Füße in den verdammten Boden stecken, ne? Einen Baum umarmen, hört sich alles komisch an für die Menschen. Ne? Mal ein paar Wildbeeren essen, bisschen weniger essen und mal ein paar mehr Kräuter auf dem Balkon anbauen. Ne? Und, ich glaube, gesundes Leben ist nicht schwer. Man muss nur wieder zurückgehen zu dem Leben, wie man es früher gelebt hat. Und man muss so ein bisschen versuchen, Modernität und Komfort abzulegen. Und der Grund, warum wir diese ganzen neuen Sachen haben, ist halt einfach Einfachheit. Ne? Wir zahlen aber den Preis für die Einfachheit mit unserer Gesundheit. Das ist das große Problem. Aber die Leute, die den Weg gegangen sind, die sind davon so überzeugt, dass die meistens selber jünger werden und davon dann die ganze Zeit sprechen, weil sie halt merken, fuck, ich kann ja meine Hautprobleme, meine Lungenprobleme sind alle weg. Ich hab ein ganz neues Leben. Biohacking. Das, was man Biohacking nennt, ist einfach normal Leben wie unsere Vorfahren. Ich mag diesen Begriff Biohacking. Es gibt ja diesen Brian Johnson, der irgendwie im Monat für 1 Million Euro Supplements nimmt und jeden Tag irgendwie sich ein Ding in den Arsch steckt und Enemas und sonst was, alles verrückt. Dieser Sag, Typ, der aussieht wie eine Leiche. Der sieht aus mit so einer glatten, ekeligen Schicht so drauf.
Aber du, das musst du nicht machen. Du brauchst nicht 12 Millionen Euro im Jahr, um gesund zu sein. Brauchst du nicht. Du kannst eher noch Geld sparen, weil du dir nicht jedes Jahr eine neue Teflonpfanne kaufen musst, weil du nicht 20 Cremes hast für dein Gesicht, 20 Reinigungsmittel für den Boden. Ist alles Quatsch. Brauchst du alles nicht. Ist alles nur, wurde dir eingeredet halt so, ne? Was benutzt du für Pflegeprodukte? Das Einzige, das ist für manche wieder abschrecken, aber es ist Tallow, also Rinderteig ist das tatsächlich. Ist das Einzige, was ich benutze. Meine Freundin benutzt auch nur noch das. Die hat die ganze Journey mitgemacht. Ne? Die hat angefangen als Veganerin mit Margarine. So. Dann habe ich ihr gesagt, Margarine, nicht so geil, Butter. Und sie ist langsam von diesem Vegane halt rübergegangen in mittlerweile dieselbe Ernährungsform, die ich auch mache. Und denselben Transformationen, den gibt es halt auch für Hautpflege und Co. Ne? Also. Wir haben Moritz zum Beispiel, er hat jetzt wie gesagt 8, 9 Kilo dieses Jahr zugenommen und er war halt auch komplett vegan erstmal so und hat auch jetzt diesen Weg, ist den Weg langsam, Fleisch isst er noch nicht, weil er gerne sich mit den Tieren auseinandersetzt und was ich derbe respektiere. Wir wollen ja auch einen Bauernhof haben, wo wir dann belgische Hühner haben, die dann eine Lebenserwartung von 2,5 bis 3 Jahre haben, wo man dann sagt, okay, nach 2,5 Jahren schlachten wir die, weil die so oder so jetzt sterben und ein gutes Leben hatten. Aber Moritz zum Beispiel hat angefangen, Eier zu essen, was auch sehr interessant ist. Bester Tipp für Vegetarier. Dieser Nico Rittenau, oder wie der heißt, dieser Top-Veganer da, der ist relativ bekannt in der Veganer-Szene. Der hat auch vor kurzem angefangen, zugegeben, dass er Eier isst, dass seine Freundin Eier isst und so. Butter, Eier. Ich finde das, da ist die nächste Verwirrung, genau wie diese Fitnessindustrie einen verwirrt und Gesundheit verwechselt, ist halt dieses vegan und gesund. Die Leute denken vegan, okay, vegan, gesund. Aber auch das hat, ich respektiere jeden Veganer. Ich finde es schön, wenn jemand Verbindung zu Tieren, Verbindung zu Natur, finde ich alles gut. Aber ist Veganer die absolute Gesundheit? Würde ich definitiv nein zu sagen. Ich glaube nicht, dass du 20 Jahre lang vegan bist und perfekt gesund. Mir zeigt das ja allein, wenn du Veganer bist, musst du supplementieren. Es gibt keinen Weg drumherum. Wenn du nicht supplementierst, hast du Probleme als Veganer langfristig. Dann kann das doch nicht die perfekte Ernährung sein. Ist es spirituell und auf der Seite her finde ich es respektabel. Aber mein Thema ist Gesundheit und ich kann niemandem guten Gewissens sagen, sei Veganer, damit du gesund bist. Das funktioniert nicht. Welche Supplemente würdest du sagen? Also zum Beispiel, ich rate den Leuten immer zu D3, K2 und Magnesiumcitrat. Also, weil das sind so Sachen, vor allem hier in Deutschland, ich merke einfach, weil wirklich, wir hatten den Winter und so sind wir überhaupt zu Nature Hard gekommen, ne? Wir in den Winter und dann haben wir angefangen zu gucken, weil ich meinte, ey, irgendwas fehlt mir. Mir geht's so gut die ganze Zeit. Im Sommer, weißt du, wird mir Latsch rumgelaufen. Mir geht's nicht mehr gut. Ich habe ein Tief. Ist es die Villain-Org? Ist es die traurige Musik, die ich die ganze Zeit höre? Und dann haben wir angefangen mit D3, K2 und schon bumm, was wie im Sommer. Wieder komplett Energie, wieder Lebensfreude. Und dann war ich so, und bei meinem Vater war es das Krasse, weil er hat die Ketos genommen und hat einen Monat nicht die Ketos genommen und haben wir ihm D3, K2 gegeben und Magnesium. Sofort. Am ersten Tag. Direkt. Zellen aufgenommen und gesagt: Alter, was ist denn hier los? Mir geht's viel besser. Tatsächlich, das klingt blöd, aber ich würde genau dasselbe empfehlen. Und es macht auch komplett Sinn, wenn man sich überlegt, warum haben wir alle ein Magnesiumproblem? So. Es gibt eine ganz einfache Begründung. Der Boden, auf dem alles wächst, was wir essen, mit den Pflanzen fängt es an, das wird gefüttert und so weiter, der ist so extrem überfarmt, dass da einfach kein Magnesium mehr drin ist. Das heißt, die Lebensmittel, die wir essen, haben halt kaum mehr Magnesium drin. Wenn du irgendwelche Tabellen im Internet anschaust, da steht Banane 100 Milligramm, sonst was. Mist, das ist basierend auf 1968, wo vielleicht noch Magnesium im Boden war. Aber heute, 2024, da ist kein Magnesium mehr drin. 90% der Leute, mit denen ich arbeite, wenn die Magnesium nehmen, fangen die an, wieder besser zu schlafen, fangen die an, wieder sich besser zu fühlen, haben nicht mehr Herzklopfen. Wie viele Leute rennen rum, rennen zum Arzt? Ich habe die ganze Zeit dieses Herzklopfen, das fühlt sich so unangenehm an. Sagt der Arzt, ja, ist normal, kein Ding. Die nehmen Magnesium, haben nicht mehr dieses, fühlen nicht mehr die ganze Zeit, wie ihr Herz pumpt. Du solltest nicht die ganze Zeit fühlen, wie dein Herz aggressiv schlägt. So. Magnesium macht das weg. Also Magnesium kann ich jedem empfehlen. Und Vitamin D3 ist die andere Sache. Die kann man ja leicht begründen. Ne? Wir haben halt hier in Berlin gibt es halt keinen Sonnenschein die letzten 6 Monate so. Und dann hast du halt auch kein Vitamin D3, weil das daher halt kommt. Man kann natürlich so ein bisschen über die Ernährung das ausgleichen, aber du wirst nie das Level erreichen, was eigentlich optimal wäre für den Menschen. Und mit der Sonne generell, ich meine, du musst dir mal anschauen. Wir wissen die letzten 70.000 Jahre der Menschheitsgeschichte, die sind aufgeschrieben. Und wir kommen alle aus Afrika ursprünglich. So ist es halt evolutionär einfach. Und da war der Mensch so gebaut, dass er Sonne hat die ganze Zeit. Und über die letzten 70.000 Jahre sind wir halt über auf den ganzen Kontinente verteilt so. Und es gibt Orte, da ist mehr Sonne, da gibt es weniger Sonne. Aber letzten Endes brauchen alle Menschen deutlich mehr Sonne, als sie aktuell kriegen. Und alle Menschen profitieren davon, wenn sie
entweder aggressiv versuchen, in die Sonne zu gehen, und wenn das nicht möglich ist, weil du halt im Büro eingesperrt bist, dann würde ich supplementieren, würde ich jedem ans Herz reden. Mein Sohn nimmt, seitdem er geboren ist, von Tag 1 an Vitamin D. Wir haben seinen Spiegel mal messen lassen und der ist aktuell normal. Also er ist nicht mal hoch, obwohl ich ihm eine deutlich höhere Dosis gebe, als jeder Arzt es empfehlen würde. Und er ist im Optimallevel aktuell. Ich würde sagen, es ist immer noch nicht perfekt, aber allein das zeigt mir halt, okay, wenn ich ihm nicht supplementieren würde, diese Menge, wo wäre er denn dann? Aber bald seid ihr in der Sonne, dann habt ihr das Problem. Jetzt sind wir in der Sonne. Das ist tatsächlich die Hauptmotivation für mich, aus Deutschland wegzuziehen. Politik und so weiter, die Probleme hat man, glaube ich, überall, die nimmst du mit. Und den Kampf gegen manche Probleme, den kann man nicht entkommen, auch wenn man wegzieht. Aber die Sonne zumindest, der kann man nachziehen. Und natürlich Produkte, ne? Das ist das Ding. Mir ist aufgefallen, wo ich im Ausland war, hat eine Banane oder ein Apfel ganz anders. Also der Geschmack. Ja. Das schickt. Ich war in Frankreich, Paris, ne? Und ich mag Franzosen nicht. Jeder Franzose hingestellt, wie er will, ne? Aber deren Essen ist einfach nur krass. So, die haben da andere Arten von Supermärkten. Die haben so kleine Frucht-Gemüseläden so, ne? Und du kaufst dir da eine Pomelo oder sowas. Wenn ich hier eine Pomelo esse, ja? Die ist voll von diesem weißen Zeug überall und die schmeckt irgendwie nach Chemie, ich weiß es nicht. Ich habe da eine Pomelo gegessen, ich dachte, was zur Hölle esse ich da in Deutschland? Das Ding hat geschmeckt wie eine saure Mandarine in riesengroß. Und Pomelo ist ja eigentlich die Urfrucht. Alle unsere Orangen, Mandarinen und so weiter, die kommen ja durch die Züchtung aus der Pomelo. Aber was wir hier als Pomelo essen in Deutschland, ich würde mir nie wieder hier eine Pomelo essen. Ich will nicht wissen, was das für eine Chemiemischung ist, was für ein Mutant, aber das ist nichts. In anderen Ländern, sorry für die Unterbrechung, aber das ist ein emotionales Thema, weil das Essen, das hat mich so geschickt, was es eigentlich für Essen gibt. Aber in Deutschland, hier geht es halt nur um billig, schnell. Wir sind das Land, was in der westlichen Welt den schlechtesten Standard an Lebensmitteln hat. Das finde ich schockierend, weil die Deutschen einfach gar keinen Bock haben, Geld auszugeben fürs Essen. Aber was die Leute nicht verstehen, entweder zahlst du jetzt dem Bauern oder du zahlst halt später deinem Arzt dann mehr Geld. So. Am Ende zahlst du es immer. Du musst dir halt nur entscheiden, wann du es zahlen möchtest. So einfach ist das. Nee, hast du hundertprozentig recht. Und du hast ja, wie gesagt, Geschichten wie eine Banane hat ja eigentlich solche dicken Samen drin. Am besten Beispiel, woran ich mich noch an der Kindheit erinnern kann, war immer die lästigen Traubenkerne, die man ausgespuckt hat. Und dann habe ich irgendwann durch Stefan erfahren, 7 Traubenkerne können dafür sorgen, dass du genug Antioxidanten in deinem Körper hast, um dich vor etlichen Krankheiten zu beschützen. Dann kommen wir zum Thema OPC. Dann siehst du aber auf einmal, hey Leute, wir haben für euch extra alle Kerne rausgenommen. Es gibt keine Wasserkerne mehr, es gibt keine Traubenkerne mehr. Und dann fragt man sich, wenn man wirklich logisch denkt, weil ich kaufe mir keine Trauben mehr. So, ja. Im Biomarkt haben die immer schön dicke Kerne, weißt du, die sind super, die sind richtig so, wo die echt ihre... Und dann fragst du dich, wie kriegen die das hin? Hast du keine Kerne mehr? Und warum? Und dann findest du aber raus über Robert Franz und noch, also vorher habe ich schon über OPC gewusst, aber dann findest du raus, wie krass OPC für den Körper ist. Auch ein weiteres Supplement, was ich nur jedem empfehlen kann, weil, wie du gesagt hast, ein Apfel hat nicht mehr die Vitamine, die Sachen drinne wie 1960 oder 70. Das heißt, du müsstest eigentlich so 6-7 Äpfel essen, um das zu bekommen, was du halt früher bekommen hast. Ne? Und dann bist du halt wieder deutlich im hohen Fructosebereich und hast einfach mal ganz viel Fruchtzucker zu dir genommen, was auch nicht, sag ich mal, optimal ist. Aber meiner Meinung nach, ich esse manchmal 30, 40 Datteln am Tag. Ne? Ich trainiere auch 3-mal am Tag. Ich merke einfach einen riesen Unterschied, weil wenn ich mal eine ganze Packung Haribos gefressen habe und einen Burger und man dachte, man ist im Kaloriendefizit, ist man immer fetter und fetter geworden, ne? Und ungesünder. Und ich merke einfach, wie gesagt, die Ernährungsumstellung war lebensnotwendig. Nicht nur für mich, sondern für alle in meinem Umfeld. Selbst ein Bino selbst ein Bino sehe ich jetzt mit seiner Keto-Flasche rumlaufen, weißt du? Ich komme zu ihm nach Hause und da sind Nüsse und Datteln. Und das ist, wenn man Bino kennt von früher, das ist unmöglich. Also Nudeln mit Pesto einmal am Tag essen, weißt du, was ich meine? Eine Fanta trinken. Oder nee, Sean mit seinen Durstflaschen immer, wie er reinkam. Und ich bin kein Mensch, der den Leuten sagt, trink das nicht oder mach das nicht. Ich habe es beobachtet. Aber die Leute irgendwann, du lebst es vor und dann kommen sie von alleine und wollen entweder auch mehr davon, von der Gesundheit oder nicht. Und das ist halt, Leute vertauschen, glaube ich, uns beide immer mit dieses, ihr wollt allen immer sagen, was ihr zu tun habt und macht uns Angst. Das nennt man Angstmacherei. Hast du Angst? Das ist dein Unterbewusstsein, der sagt, ey, der Typ labert keinen Scheiß. Und du selber verneinst es einfach und denkst, du bist schlauer als dein Unterbewusstsein. Und das ist, was wir nicht verstehen. Unser Unterbewusstsein, unsere Seelen sind älter als unser Körper.
und unser Verstand. Weißt du, so, wir haben nicht mehr diesen Verstand, den wir eigentlich haben müssen. Und deshalb, das habe ich letztens gesagt, die beste Medizin, die wir haben, ist umsonst. Es ist unser Verstand. Benutze mal dein Bauchgefühl und dein Verstand. Und wenn du wirklich schlau an die Sache gehst, dann sitzt du dich einfach nach diesem Real Talk oder Podcast mit uns hin und guckst dir mal einfach mal an, was gesund ist für dich und was nicht. Und nicht einfach nur googeln, oberflächlich, sondern wirklich, ich glaube, wie heißt dieses russische Google? Weißt du das einer? Es gibt einen Google von Russland, da kriegst du direkt Informationen. Nee, irgendwas mit J. Ja, genau. Ja, ja. Aber generell Google, ich würde erstmal empfehlen, auch kein Google zu benutzen, genau. Wenn es geht. Ne? Benutze halt irgendwie DuckDuckGo, benutze Yahoo, benutze, versuch verschiedene Seiten mal zu benutzen. Weil Google gibt dir halt als erstes direkt die Fact-Checker-Seite, die Reuters-Seite, so. Das sind die ersten 10 Suchbegriffe, sind erstmal irgendwelche Seiten, die checken, ob die Fakten richtig sind von irgendwelchen offiziellen Informationsseiten, so. Und dann kommen irgendwelche Ads, die dir irgendwas verkaufen wollen, so. Das ist erstmal die ersten 2 Seiten Google. Und wenn du halt so deine Informationsgrundlage schaffst, dann hast du halt keine objektive, das ist halt einfach dann super Bias, der Bias, der dir halt beigebracht werden soll. Ja. Hey Fabian, ich bedanke mich. Ich glaube, das war's. Wir haben richtig krasses Ding abgeliefert. Ja, für die Zuschauer nochmal, geht gerne auf sein Profil. Wir blenden das hier einmal ein. Er hat auch einen YouTube-Kanal. Habe ich mir gestern auch reingezogen. Krasse Informationen und selbst für mich, ich bin jeden Tag und gucke mir seinen Content an, weil für mich, ich feiere Influencer, sag ich mal, die echten Influencer, die wirklich einen positiven Influence haben, weil das ist das, was, glaube ich, ein Influencer machen soll, das ist einen positiven Influence auf die Gesellschaft. Und durch deinen Kanal habe ich sogar nochmal gelernt oder habe mich bestätigen lassen in Sachen, wo ich ein Bauchgefühl hatte, mache ich das jetzt richtig? Mit Rotfleisch haben wir auch, glaube ich, immer ein kleines Bauchgefühl gehabt, weil es diese ganzen Studien da draußen gibt. Und man, ja, wir wollen ja nur gesund sein. Das ist, was die Leute nicht verstehen. Weißt du, dann hast du halt ein Bauchgefühl und denkst oft über 1000 Sachen nach. Ist es jetzt gesund? Dann hörst du Kichererbsen, sind nicht mehr gesund. Und dann haben wir jetzt sogar aufgehört, Sachen in Eisendosen zu haben, weil da ein Giftstoff drin ist. Und man findet immer mehr und mehr raus, ne? Das ist halt. Man sollte sich als Abschlusswort keine Angst machen. Das ist nicht die richtige Message. Wenn man durchs Leben läuft und immer Angst vor allem hat, man könnte Angst vor allem haben. Ne? Ich könnte Angst um meine Hose haben, dass die Mikroplastik in meinen Kopf geht. So, man kann sich verrückt machen, aber ein paar bewusste Entscheidungen treffen und bewusst sein, das ist, glaube ich, die entscheidende Message. Und da kann jeder von profitieren. Das kontrollieren, was du kontrollieren kannst. Ganz einfach. Ich bedanke mich bei dir und ich freue mich auf weitere Talks. Ich denke mal, wir werden uns öfters verbinden. Ich glaube auch für die Community wäre interessant, wenn wir mal live gehen. Ich bin auch so ein Mensch, ich habe jetzt für mich live entdeckt, aber halt aus dem Grund, weil ich habe gemerkt, man kann in eine kurze Zeit live ganz viele Leute erreichen. Und ich glaube, du, Andi, unser Ziel ist es einfach gerade, Menschen zu erreichen und bewusster zu machen und zu helfen aus diesem Loch, die sie sich selber gegraben haben, ne? Kann ich 100% unterschreiben. Und ich glaube, das Loch, das ist nicht permanent. Man kommt da raus, wenn man es möchte. Uli, das habe ich letztens beschrieben. Weißt du, was das Loch ist? Das musst du dir vorstellen. Dieses Loch, kennst du das, wenn du Kinder hast im Wasser und die merken nicht, die müssen nur die Füße runter machen, dann stehen sie und dann drehen sie durch. Und das ist genau dasselbe, was wir haben. Wir können, genau, weißt du, du liegst in ein Loch und du merkst gar nicht, du müsstest eigentlich nur die Füße mal ausstrecken, dann bist du nur bis zur Hüfte. Und wenn du merkst, dass du nur bis zur Hüfte sind und das ist dieses Kleinigkeiten ändern wie Zucker, damit ein bisschen Klarheit kommt, deine Ernährung umstellen, ein bisschen mehr Sport machen, dann merkst du auf einmal, dass es gar nicht so schlimm ist. Und das ist halt das Problem am Loch. Die Leute denken, die Welt ist vorbei, die verlieren die Lebenslust und es gibt Jugendliche da draußen, die mit 25 schon aufgegeben haben zu leben, weil sie gar nicht merken, sie müssen einfach nur die Beine ausstrecken und mal die Augen aufmachen und ein bisschen mal wieder am Leben teilzunehmen. Und es ist halt schwer, ne, aus der Komfortzone rauszubrechen. Habe ich auch durchmachen müssen, du ja auch. Und deine Zone war ja nochmal ganz anders, weil du wirklich im Medizinbereich drin warst. Und ja, ich feiere dich, ich danke dir, dass du heute da warst. Und ich danke dir, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns nächstes Mal.